Hallo, ihr Hübschen. Also, ich sitze hier auf einer Baustelle. Es schallt etwas. Aber ich möchte einfach nur meine Gedanken euch mal mitteilen, die mir heute Nacht so kamen. Denn ich habe dieses Wort Angst in einigen Facebook-Gruppen, auf einigen Seiten, so auch wie hier, sag ich mal, sehr, sehr groß wahrgenommen. Und für mich ist das Wort Angst eher weniger da, denn ich habe das für mich verändert in dem Wort Respekt. Ich habe Respekt vor dem, was kommen könnte oder was da ist. Und wenn dann doch mal so eine kleine Angst in mir hochkommt, dann gehe ich damit so um und sage Stopp. Frage die Angst in mir selber, woher kommst du, was möchtest du gerade von mir? Oder auch diese Frage, was möchtest du mir dazu sagen? Was bedeutest du mir gerade? Ist es doch geradewegs die Angst voller Respekt dazu, dass das Thema oder was auch immer da gerade die Angst halt breit macht, was es genau ist, halt, ob es ein Schmerz ist, ich habe halt, also man kann ja auch sagen, ich habe Angst vor Schmerzen, ich habe Angst vom Autofahren, ich habe Höhenangst, ich habe, das sind jetzt Beispiele, ja, ich habe, Angst vom Fliegen, wie auch immer. Dazu kann ich auch nur ein Beispiel sagen. Ich bin als Kind immer auf Bäumen geklettert, war ganz fast ganz oben, sag ich mal. Hab da mich da hergehängelt und saß dann auch immer mal auf so einen Ast. Und als Kind habe ich weniger darüber nachgedacht oder überhaupt mir das in Sinne gekommen ist, dass ich Angst habe, den Baum hochzuklettern. Und ob da ein Ast vielleicht abbricht und ich unten liege und mir irgendwas breche. Denn ich habe einfach mein Gefühl gefolgt, mein Bauchgefühl, dass es mir gerade gut tut, auf den Baum zu klettern, dass es mir Spaß macht, von da oben die Aussicht zu genießen. Und das habe ich einfach für mich weitergemacht als Kind. Heute, sag ich mal, vor ein paar Wochen war sozusagen, dass ich mit meinem Freund in so einem Kurpark war und da gab es so ein hohes Gerüst, wo man hochgehen konnte, um sich sozusagen von da dann auch die Gegend anzuschauen. Ist fast so wie ein Riesenrad gewesen, so in der Art, aber man klettert halt alleine da hoch. Und ich hatte halt... Es kam so eine kleine Angst in mir hoch, wirklich, und habe das aber dann für mich definiert und bin doch da hochgegangen, war aber weniger in dem ganzen Gerüst drin, sondern ich bin danach wieder runtergegangen und habe mir gesagt, ich hatte da unten die Angst, ja, überhaupt hochzugehen oder dieses Gefühl von Angst und bin trotz alledem da hochgegangen und habe mich sozusagen überwindet, zumindest bis oben auf der letzten Stufe zu sein und wieder runterzugehen und mir dann zu sagen und stolz auf mich zu sein, super, ich habe es geschafft, ich bin oben gewesen, auch wenn ich nicht so viel oder weniger Zeit da oben verbracht habe wie mein Partner, habe ich doch etwas geschafft und das ist das, was ich sozusagen für Erinnerung habe danach und der Aspekt, den ich daran so und auch den Erfolg, den man daran haben kann, wenn man sozusagen sich selber die ganze Zeit sagt, ich habe Angst vor das und das oder ich habe Angst vor das und das. Was auch immer dir da jetzt gerade kommt, wovor du Angst hast, das ist ja deine Angst. Und die kannst du von dir aus selber verändern, indem du einfach was tust,
erstens die Angst vielleicht erstens veränderst und auch annimmst und sagst, ja, okay, ich habe jetzt Angst vor was auch immer, ich gehe jetzt damit um, ich nehme sie an, verändere sie für mich, gehe auch sie etwas an. Es kann auch nur ein Schritt sein und du gehst einen Schritt danach zurück, aber sagst, ich bin den Schritt gegangen, so wie ich, das ist mein Beispiel halt jetzt dazu, dass ich diesen Ding da hochgegangen bin, und danach wieder runter und mir trotz alledem da in den Kopf kam, ja, wie habe ich das denn damals geschafft als Kind? Wie kam ich denn da hoch auf diesen Baum und wie saß ich denn da und wieso hatte ich denn da keine Angst oder so wenig Angst oder weniger Angst oder einfach, dass ich das getan habe, so wie es mir kam. Das ist halt dieser Aspekt dazu, weil viele, viele Menschen übertragen oder senden auch diese Angst sozusagen weiter aus. Es geht ja auch im Kindheitsleben so los. Wenn deine Mutter zum Beispiel oder dein Vater oder andere Verwandtschaft, Oma, Opa, die vor irgendetwas Angst haben, sei es auch nur eine Spinne, die Übertragung danach ist einfach, wenn man als Kind daneben steht und eine von der Verwandtschaft rumschreit, i, eine Spinne, das gibt's doch nicht, oder schreit rum, ach du meine Güte, da kommt eine Maus, die muss umgebracht werden oder was auch immer, weil es gerade so ist, weil die Angst halt sozusagen weiter übertragen wurde oder wird. Das ist so genauso wie bei dem, ich habe da so ein kleines anderes Beispiel noch, was mir so gerade hochkommt, wo ich immer auch sehr darüber schmunzel. Und das ist auch schon sozusagen, ja, es ist so, dass es so weitergegeben wird, auch an den anderen Kulturen. Also es gibt so eine Kultur, ich sag mal, das sind die Türken, wo dann, und auch andere, sag ich mal, die sozusagen das weitergeben an die Kinder und die Frauen, man muss oder sollte Angst vor einem Hund haben. Und ich kann euch sagen, es gibt viele Türken, die haben Haustiere, die haben Hunde und Katzen und die haben weniger Angst davor. Das ist nur ein Aspekt, eine Wahrnehmung und eine Sache, die in allen Familien, also in vielen Familien oder in den Familien, die es halt so weitergeben und sagen, du musst jetzt Angst vor diesem Hund haben oder überhaupt vor allen Hunden. Weil die sozusagen die Mutter und die Oma und die Uroma und wie auch immer, die ganzen Frauen da in dieser Kultur Angst haben vor Hunde und der Mann dann so als starker Löwe da steht und sagt, ja, ich stelle mich jetzt davor, du brauchst keine Angst vor diesem Hund haben, wir gehen da jetzt vorbei. Und trotz alledem haben diese Frauen, so, ich habe auch welche kennengelernt, die wirklich Panik vor diesen Hunden haben oder vor dieser ganzen Sache. Und es gibt ja auch mehrere andere Kulturen und mehrere andere Menschen, die auch Angst, in Anführungsstrichen, vor Hunden haben. Aber ich gebe das mal so weiter oder nehme das so auf und sage mir das so. Das ist eine Weitergebung von der ganzen Gesellschaft und von dem ganzen, ja, ich sag mal auch bei den einen oder anderen Verwandtschaft oder Bekanntschaft, die einen dann das so sagen, du musst jetzt Angst davor haben oder sie fragen dich, hast du denn keine Angst davor? Und für mich ist das einfach nur, was? Angst? Es ist Respekt und ich tue es einfach, ich versuche es einfach zu tun. Oder ich tue es einfach, weil ich dann diese Angst gerade annehme. Egal, ob es jetzt einer sagt, ja, warum hast du davor oder davor keine Angst? Dann sage ich, warum? Weshalb soll ich Angst haben? Genauso wie Menschen kommen auf mich zu, hast du keine Angst im Dunkeln, alleine in der Nacht irgendwo hinzugehen? Dazu kann ich auch echt ein Beispiel sagen. Ich habe fast 2 Jahre nachts in der Innenstadt Zeitung ausgetragen.
Und da hatte ich auch so einige Begegnungen, wo ich, also man kann sozusagen sogar nachts gerne auch Einbrüche beobachten und da passiert dann nichts. Also es passiert zwar der Einbruch, aber jemand anderes, wenn einer da vorbeigeht, passiert da weniger. Weil ich hatte also so einige Begegnungen, wo ich dann auch zwischendurch die Polizei gerufen habe und die Polizei, die ist weniger in 1 oder 2 Sekunden da. Und so ein Einbruch, der kann in 5 oder 10 Minuten fertig sein, in Anführungsstrichen. Und du stehst vielleicht daneben oder fast knapp daneben und denkst dir dann, okay, sag mal jetzt nichts. Du könntest was sagen, aber der Respekt davor, dass die Personen, die dann einen Einbruch machen, ja, vielleicht auch eine Waffe oder sonst was dabei haben oder dir einen überziehen, ist viel intensiver als die Angst und daher bin ich überall, wo irgendwie solche Sachen waren, einfach vorbeigegangen und habe mir meinen Teil gedacht und habe mir nur gesagt, ja, okay, Leute, probiert es doch mal. Also zum Beispiel, das war wirklich so ein Beispiel, da waren so 2, 3 Leute an so einem Fenster am Rumhantieren und bei irgendeinem Laden und ich hatte nur gedacht, okay, ich gehe da mal vorbei. Und ja, dann habe ich wirklich auch die Polizei gerufen. Die kam, ja, irgendwie, ich sag mal, fast zu spät, weil die Leute waren dann weg und das Fenster war auch weniger auf. Aber es war sozusagen von meiner Sicht her ein versuchter Einbruch sozusagen. Und ich habe auch weniger was gesagt. Ich bin einfach vorbei und habe meine Arbeit gemacht, also die Zeitung ausgetragen und habe die weiter verteilt an den Abonnenten und habe mir halt meinen Teil gedacht und bin einfach vorbei und hatte einfach auch weniger Angst. Ich bin einfach vorbei. Ja, das ist halt so. Ich bin vorbei und hatte zwar Respekt und habe mir gedacht, ja, was machen die denn da? Was soll das? Und wie auch immer, habe mir meinen Teil gedacht und bin einfach weitergegangen und das ist das Tun, einfach das Tun, einfach weitermachen, einfach weitergehen. So viel dazu, das sind halt so kleine andere Beispiele, die weniger jetzt mit Schwangerschaft, PMS oder Geburtstrauma zu tun haben, aber eigentlich gehört das ja auch dazu, meiner Meinung, weil dieser Satz auch oder dieses Wort, ja, dieses Wort, dieses Angst, ja, das hat ja auch damit zu tun, weil viele haben ja oder lassen sich Angst machen von Ärzten und anderen Menschen oder welche, die vielleicht schon Kinder bekommen haben. Ja, das tut doch so das tut so wundervoll weh, sag ich jetzt mal. Also das tut so ganz toll weh, du verlierst so viel Blut, du kannst davon sterben oder sonst etwas. Das kommt von ihnen, also von denen, die dir das sagen, weil sie vielleicht die Erfahrung dadurch gemacht haben oder auch die Angst dadurch, weil ihnen das vielleicht auch weitergegeben worden ist von anderen, mit denen die sie sich ausgetauscht haben über die Geburt zum Beispiel, ja. Und ja, das ist halt so, das ist halt wirklich, das ist für mich diese natürliche Austausch für Menschen, die halt versuchen, wirklich anderen solche Ängste weiterzugeben, wobei man doch, sage ich mal, euch allen und mir auch, hört auf euer Bauchgefühl, versucht wieder mehr in Bauchgefühl und Herzgefühl zu gehen und weniger auf ja, diese ganzen Menschen zu hören, die immer sagen, du musst doch Angst haben oder hast du denn keine Angst? Nein, ich habe weniger Angst, weil ich meine Angst einfach annehme und gelernt habe, damit umzugehen und es einfach für mich im positiven Sinne zu verändern. Und das ist das, was ich euch einfach mal sagen wollte. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen.